Ey, letzte Woche haben sich ein paar Leute beschwert, dass ich immer Knalltüten sage. Hallo, ihr Knalltüten. So, doch bevor wir jetzt mit Abwasser loslegen, zeige ich euch mal meine Auffahrkeile. Total leicht, schnell zusammenzuklappen. Damit kriege ich den so hoch, dass wir mal drunter kriechen können. Denn ich muss euch was zeigen. Achtung! Läuft. Ja, wie ich es letzte Woche schon versprochen habe, geht es heute um Abwasser. Und zwar, das ist Frischwasser, haben wir unser Abwassersystem nämlich umgebaut. Wir hatten, wie sicherlich der fleißige Zuschauer von uns schon ein bisschen mitbekommen hat, hatten wir da unten drin, da irgendwo, einen Abwassertank, 60 Liter Abwassertank drin. Das hat leider 3 Jahre funktioniert, aber war die größte nervige Scheiße in meinem Leben. Warum? Es hat halt einfach nach kurzer Zeit richtig ekelhaft gestunken. Wir haben darauf geachtet, dass man jetzt gar nicht so viel Dreck da in diesen Abwassertank reinhaut, aber es war ekelhaft. Schon nach 2-3 Tagen fing das an fürchterlich zu riechen, man musste ihn sofort leer machen. Woher ich das weiß, dass der stinkt und dass sich das Zeug gesammelt hat? Wir hatten leider keinen Abwasserhahn im Tank, sondern wir haben das Wasser über eine Tauchpumpe rausgeholt. Die erste Tauchpumpe ist kurze Zeit später kaputt gegangen, was völlig normal ist, wenn man keine Abwassertauchpumpe nimmt, denn die Abwassertauchpumpe hat ein kleines Messermalwerk, was natürlich so grobe Sachen zerstört, damit es durch den Schlauch kann. Das war bei uns nicht der Fall. Also haben wir die erste Pumpe geschrottet, dann glaube ich auch noch die zweite, bis wir dann auf dieses Abwasserthema gekommen sind mit dieser Abwasserpumpe. Aber es war einfach nicht die. Es war einfach nicht die optimale Lösung für uns. Also haben wir uns mal wieder was abgeguckt von dem lieben Alex von Niemals ohne Norden, der uns sein System gezeigt hat und wir haben das direkt mit ihm zusammen nachgebaut. Ich habe die GoPro mitgenommen, alles cool gefilmt, den ganzen Zusammenbau von dem Ding und dann das. Ich habe die Speicherkarte gelöscht und damit war dieses Video am Arsch. Aber nicht so schlimm, ich zeige euch das System und ihr werdet staunen, wie einfach das ist. Und wir sind bis jetzt richtig, richtig zufrieden damit, macht richtig Spaß sogar und nie wieder Gestank, nie wieder verstopftes irgendwas. Schaut mal. Der schlaue Zuschauer hat schon gesehen, was das ist. Das ist tatsächlich ein riesig großes Abwasserrohr. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Oh, Alter. Hier kommt mittels eines Kupferverbinders kommt das Abwasser hinein, sammelt sich dann in dem Rohr und hier vorne kann man einfach von außen, das geht total easy, diesen roten Hahn auf- und zudrehen. Das ganze Ding besteht eigentlich nur aus ein paar Winkeln, Deckel, ein bisschen Silikon und natürlich hier so Rohrschellenhalter, die, ich hoffe doch, ihr könnt das sehen, die da oben mit der Karosse verschraubt sind. Und zwar sind wir da einen Querträger gegangen, boah, der Wind geht, und haben das an 2 Stellen festgemacht. In dieser Länge, hier, schaut mal, fasst dieses Rohr ungefähr zwischen 10 und 12 Litern. Ist nicht viel, dazu kommen wir gleich noch. Ganz wichtig, ein Überlauf. Seht ihr den? Überlauf! Ein Überlauf. Sollte das Ding mal voll sein, dass es direkt da rauskommt. Nächster Vorteil ist, hier kann auch die Luft raus. Das Ding hält bombenfest und hat tatsächlich so schon der TÜV gesehen. Ja, also, um die Wahrheit zu sagen, wenn wir in der Stadt stehen oder wenn wir da stehen, wo man nicht einfach mal schnell ein bisschen Abwasser ablassen kann, dann machen wir den Hahn zu, einfach zu und dann sind wir erstmal safe. 10 bis 12 Liter sind ungefähr, ich sag mal so, 2-mal abwaschen, 1-mal sich selber waschen. Irgendwie so, für 2 Personen wohlgemerkt. Also, ihr merkt schon, wirklich nur was für einen Notfall. Thema Abwasser. Ich höre schon die ersten aufschreien, ihr Schweine, Umweltverpester. Nein, natürlich nicht. Wir benutzen tatsächlich nur Dr. Bronners, um unseren Abwasch zu tätigen.
Ich verlinke das mal unten drunter. Echt ein sehr, sehr cooles Produkt. 100% biologisch abbaubar. Allerdings nicht in der Nähe von Gewässern. Das heißt, ich lasse das Wasser grundsätzlich einfach nur auf die Straße ab. Und das war es dann auch schon. Ich versuche, Wiesen zu vermeiden und so weiter und so fort. Und ansonsten, wenn wir halt, wie gesagt, nicht sicher sind, Hahn unten zu. Und dann fahren wir einfach über den Gully. Aber das Wichtigste ist, was da an Abwasser tatsächlich durchgeht. Und wir benutzen keine Spülmittel, wir benutzen keine Shampoos und nichts. Doch, also wir machen uns hier sauber. Aber wir nutzen Dr. Bronner's oder halt, wie gesagt, biologisch abbaubare Seife. Und das funktioniert tatsächlich für uns sehr, sehr gut. Diese Menge, das ist das Coole daran, man kann das variieren. Ne? Diese Menge, die da unten in diesen Abwassertank reinpasst, in den Abwassertank reinpasst, liegt natürlich an der Länge und an der Größe des Rohres. Umso länger ihr das macht, oder ihr macht vielleicht einen Bogen rein, baut einen zweiten Tank daneben oder, umso mehr Wasser geht da natürlich rein. Warum habe ich nicht einfach einen ganz normalen Abwassertank gekauft? Ich habe unten leider nicht mehr ganz so viel Platz. Und dadurch, dass wir halt relativ viel auch so mal im Gelände fahren, auch natürlich für die Bußbastler-Workshops mal ins Offroad-Gelände gehen, war mir das einfach zu heikel. Und da fand ich das echt eine richtig, richtig coole Lösung. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ich habe das jetzt mittlerweile schon mal an ein paar Vans gesehen und ich habe das sogar schon an einem Offroad-Fahrzeug gesehen, also an einem Jeep-PKW. Und da unten so ein kleines Ding rein, hat auch so 8 bis 9 Liter gefasst. Und das funktioniert echt, Alter, Vater. Wenn ihr euch das nachbauen wollt, der Link hier unten drunter führt zu unserem Amazon-Shop. Da ist, was ist da? Da ist eine Abteilung nur für dieses Abwasserrohr. Da findet ihr alle Teile, die ihr braucht. Ihr müsst das nicht bei Amazon kaufen. Ihr könnt gerne im Baumarkt gehen. Aber ich sage euch gleich, bei Amazon ist das tatsächlich unfassbar günstig, als wenn ihr in den Baumarkt rennt. Da könnt ihr euch das komplett nochmal zusammenstellen mit allem Shishi, was dazugehört. Wichtig ist nur, dass ihr solche Verbinder hier quasi so Einzelstücke immer ganz gerne mit ein bisschen Silikondichtmasse einsetzt, damit die auch wirklich 100%ig dicht sind. Und für uns hat sich das wirklich sehr bewährt. Es ist ultra easy. Wir haben keine Probleme mehr mit irgendwelchen verstopften Abwasser, Jan, Gedöns, bla. Und wenn ihr meint, die ultimative Lösung zu haben, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Lasst euch immer ein Like da. Und nächste Woche geht es um unser neues Frischwassersystem. Denn auch da haben wir mit Tauchpumpen gearbeitet. Aber das, kann ich euch jetzt schon sagen, ist großer Bullshit. Also, nächste Woche einschalten, damit ihr es nicht vergisst. Glocke bimmeln, abonnieren, das ganze Programm. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Alt, tschö. Jetzt aber.